Ja, 25 Jahre Fosse gibt eine gute Gelegenheit, zurückzuschauen, was haben wir gelernt, was waren damals die Herausforderungen. Die Herausforderungen damals waren meiner Meinung nach einfach den Mut zu haben, zu sagen, wir gründen Neues, ohne irgendeine Folie zu haben, auf der wir das ablesen können, wie es geht. Und die Gründungsväter und Gründungsmütter haben hier einfach großen Mut bewiesen und waren einfach getrieben von dem, dass sie sagen, Ordensschule ist so eine starke Kraft, die darf nicht verschwinden. Ich sehe auch die große Herausforderung, wie religiöses Leben, religiöse Wertschätzung in den Schulen gut in die Zukunft geführt werden kann, denn die alten Formate tragen nicht mehr. Wir haben heute einfach sehr viele Kinder und auch zunehmend Mitarbeiter, die religiös nicht mehr sozialisiert sind, auch nicht kirchlich sozialisiert. Und Beziehung, Religiosität und auch Beziehung im Religiösen braucht immer einen Ausdruck. Was sind adäquate Ausdrucksformen? Da brauchen wir neue Wege, da müssen wir neue Wege gehen. Und insofern stehen wir ein wenig ähnlich da wie die Gründerväter und Gründermütter, die gesagt haben, wie es geht, wissen wir nicht, aber wir wollen es. Heute sage ich das auch, wir können nur mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern miteinander um neue Wege ringen. Und da bin ich voller Zuversicht, dass wir neue Wege finden werden. Das hat sich die letzten 25 Jahre gezeigt. Und da bin ich sicher, dass wir auch in den nächsten 25 Jahren neue Wege gehen werden können. Ich mag Menschen. Ich mag Kinder, ich mag Jugendliche, ich mag Erwachsene, ich schätze die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Zentrale genauso wie die Direktoren und Mitarbeiter an den Standorten. Das ist für mich so eine große Motivation, hier einen Rahmen zu schaffen, Möglichkeiten zu schaffen, dass Menschen sich auch entwickeln dürfen, ja, einen Beitrag leisten können. Und das ist mal eines, was mich antreibt. Ja. Auch die Vision, zu sagen, dass Ordensschule etwas ganz Zentrales ist, weil sie etwas Einzigartiges ist. Ich sage, das Ordenscharisma ist ja gleichzeitig eigentlich pädagogisches Programm. Wir müssen uns nicht in intensive Schulprofil- und Leitbilddiskussionen stürzen, sondern wir haben ein Leitbild, das im Evangelium oder im jeweiligen Ordenscharisma zugrund gelegt ist. Was an uns liegt, ist zu sagen, das auch mit Leben zu erfüllen. Und das ist für mich eine ungeheuer spannende und auch interessante Tätigkeit und, ja, und ich bin überzeugt davon, dass das geht und daher, das ist auch eine Motivation, mich also da in der FOSÖ zu engagieren. Die Frage, wie wir es an unsere Mitarbeiter vermitteln können und sie gewinnen, dass sie mitarbeiten, halte ich für eine der forderndsten, weil wir jetzt als Schulleiter nicht im Unterricht stehen. Unser Fokus muss auf den Mitarbeitern liegen. Und dieses Thema auch am Leben zu halten, vielleicht mit diesem Wort, es soll bei euch anders sein. Ich würde es vielleicht mit den drei Qs beschreiben. Eine katholische Schule sollte für mich drei Qs erfüllen. Die IQ, das ist vor allem kognitive Intelligenz, die EQ, die emotionale Intelligenz und SQ, die spirituelle Intelligenz. Wenn diese drei Qs umgesetzt werden in einer Ordensschule, denke ich, sie auf einen sehr, sehr guten Weg und kann vieles gelingen. Ein ganz wesentlicher Aspekt im Christlichen ist einfach die Beziehung von Du auf Du. Und Führung beim Management, wo ich einfach nur mit Zahlen gehe, halte ich für Katastrophe. Solche katholische Schule braucht es meiner Meinung nach nicht wirklich. Welche Bedeutung sind der österreichischen Bildungslandschaft? Das ist, glaube ich, eine generelle Frage. Welche Bedeutung hat katholische Schule überhaupt in der Bildungslandschaft oder auch Ordensschule in der Bildungslandschaft? Wird es in einem größeren Kontext sehen wollen? Ich denke, wir bieten der Gesellschaft eine Form von Ausbildung oder Bildung, die also diese ganzheitliche Form oder den ganzheitlichen Rahmen hat, wo also der Mensch als Ganzes gesehen wird. Ich glaube, dass das etwas ist, was ein großer Mehrwert ist für eine Gesellschaft. Wir versuchen unsere jungen Menschen, Kinder und Jugendliche auch zu verantwortungsbewussten Menschen zu erziehen, sie dorthin zu führen, zu begleiten. Das heißt, das können Menschen sein, die auch in einer Gesellschaft Verantwortung übernehmen, weil sie sozusagen nicht nur sich selbst im Mittelpunkt sehen, sondern eben auch im Laufe ihrer Schulzeit oder auch in der Nachmittagsbetreuung oder auch im Kindergarten Verantwortung
sie lernen auch Verantwortung für andere zu übernehmen. Und ich denke, in einer sehr stark individualisierten Gesellschaft ist das für mich ein klares pädagogisches Gegenkonzept. Wo die Fosse in den nächsten 25 Jahren stehen wird, ist ganz schwer abschätzbar. Wenn man heute mit den Gründungsvätern redet, hat keiner je gedacht, dass wir jemals so groß werden würden, wie wir heute sind. Ich denke, dass wir noch wachsen werden. Es wird noch Schulen geben, es wird auch neue Entwicklungen geben mit neuen Schulvereinen etc. Meine große Hoffnung oder meine große Sehnsucht ist, dass es ein Schulerhalter ist, der gelernt hat, ihn strukturell so aufzusetzen, dass der Dialog bleibt, dass es keine von oben nach unten Arbeit wird. Auch, dass es ein Schulerhalter bleibt, der einen sehr guten strukturellen Weg gefunden hat, dass die Gesichter unserer Schule, und das sind immer die Menschen vor Ort, dass die Gesichter gestärkt, getragen und unterstützt werden, dass die obere Etage, wo ich momentan eine Funktion haben darf, nie in den Fehler verfällt, einfach von oben her etwas zu diktieren, denn das macht überhaupt keinen Sinn.